Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf unserem Kanal. Für uns geht's tatsächlich in ein ganz neues Land, wo keiner von uns bis jetzt war. Und zwar ist das Indien. Wir sind mega excited. Wir sind jetzt noch in Dubai, aber werden gleich abgeholt und dann geht's zum Airport und dann geht der Flug heute nach Delhi. Wir sind richtig gespannt. Das ist so. Jetzt geht das Abenteuer einfach richtig los, weil jetzt wird es richtig anders. Jetzt wird es richtig wild. Andere neue Kultur, andere Standards. Ja, wir waren noch nie vorher dort. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass mein Traum wahr wird und ich am 2. November Shah Rukh Khan sehe. Also drück die Daumen. Bitte. Und natürlich haben wir wie immer Glück, denn wir haben einen persönlichen Fahrer. Unser Freund hier hat uns das organisiert und der hat uns jetzt abgeholt. Zwar ein bisschen zu spät, aber naja, er fährt uns jetzt zum Flughafen. So Freunde, wir sind jetzt endlich am Gate. Es hat leider etwas länger gedauert, da erstens der Fahrer schon eine halbe Stunde zu spät kam, dann war ein bisschen Traffic. Und dann waren wir am Check-in und da gab es ein paar Probleme, weil wir noch kein Flugticket zurückgebucht hatten. Das war sehr scheuert, sehr stressig. Dann hatten wir auch noch unseren großen Rucksack, den mussten wir dann wiegen. War auch zu schwer, heißt, wir mussten den als Gepäck aufgeben. Was aber zum Glück nicht extra gekostet hat, weil wir eh 30 Kilo Freigepäck hatten. Aber wir hoffen natürlich, dass unsere Rucksäcke das überleben. Ja. Ich habe das tausendmal gesagt, dass ich Angst um diesen Rucksack habe. Jetzt hat sie so einen Aufkleber drauf gemacht, dass es gefährlich, also wie heißt das denn? Zerbrechlich. Also es soll vorsichtig behandelt werden. Genau. Das hat auch ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Wir eh schon zu spät. Wir haben noch nichts gegessen zu dem Zeitpunkt und dann habe ich während der Sicherheitskontrollenschlange erstmal Flüge nach Bangkok gebucht, einfach so random, damit wir ein Rückflugticket hatten. Und ja, dann haben wir uns richtig abgehetzt, das ist noch in die Business Lounge. Ich kann schon gar nicht mehr richtig reden, ne? Also genau, dass wir es noch dahin schaffen, weil wir wollten natürlich noch was essen. Und das haben wir auch noch geschafft. und jetzt sitzen wir hier am Gate und warten, dass wir rein dürfen in den Flieger, ne? Und auch hier wird es nochmal geflogen. Also die sind wirklich sehr streng. Sie hat uns wirklich auseinandergenommen. Sie hat alles gegeben für ihren Job. Ich laufe jetzt mit meinem Laptop rum und so. Gar kein Problem. Ja, wir sind jetzt ein bisschen aufgeregt bei der Ankunft. Ja, wir haben ein bisschen total Angst. Vielleicht werden wir direkt wieder abgeschoben. Ja, vielleicht fliegen wir heute noch wieder zurück nach Dubai. Mal schauen. Naja, mal gucken. Leute, kurz Mental Breakdown. Weil wir einfach, also ich bin einfach so aufgeregt. Ich komme einfach nicht drauf klar. Einmal kurz hier Real Talk. Ich kann mich einfach gar nicht beruhigen. Weil ich die ganze Zeit dran denke, wenn wir landen. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Boah, ich kann gar nicht recht reden. Ich freue mich einfach so doll drauf und bin halt richtig gespannt, ob es meine Erwartungen auch erfüllt und wie das alles sein wird. Weil ich warte halt richtig lange auf diesen Tag. Das ist halt für mich so. Ich bin ein richtiger Traum, der einfach war. Deswegen bin ich gerade so richtig emotional und komme einfach gar nicht mehr klar. Und jeden freut sich aufs Essen. Hallo. Hi. Wir sind jetzt angekommen in Neu-Delhi. Oh mein Flughafen. Gott. Jetzt heißt es erstmal Fahrer suchen und der bringt uns dann ins Hostel. Ich denke, Koffer. Da! Direkt geradeaus. Oh, der ist aber jung. Darf der schon Auto fahren? Mann, das ist ein Lütter, du. Yes, correct. Das war
Passwort, Carole gesagt. Ach so, wusstest du noch das Passwort? Ja. Ich nicht. Das Passwort war Waterbug. Ach so. Hey, ich schwöre, der darf noch kein Auto fahren. Naja, mal gucken. Jetzt fängt mein Auge wieder an zu tränen, Leute. Abfuck. Spät. Freund, hier ist so ein Hund. Ist er weg? Er ist weg, er ist oder? Neben mir. Nee, kein Bock. Jetzt ist er neben dir. Hallo. Ich trau mich nicht, ihn zu streichen. Nee, würde ich auch nicht. Okay, lass mir das einfach. Wir sitzen jetzt im Bus. Also nein, im Taxi. Was für ein Bus? Im Taxi. Hier ist ja Linksverkehr. Der Fahrer ist gerade keine Ahnung wo. Unser Gepäck ist hier und der Mann der Stunde, der uns abgeholt hat, steht dort. Ah, unser Fahrer kommt, da. Er kommt. Ich glaube, er musste Parkticket zahlen. Oh mein Gott, er ist doch nur hinter der Schranke reingefahren. Ja, naja. Los geht's. Hier gibt es schon Stress. Ich schwöre, wir sind gerade 10 Meter gefahren. Wir sind immer noch auf dem Parkplatz vom Flughafen. Hammer. Ich lieb's jetzt schon. Ich auch. Ob wir noch ankommen mit dieser Ruckelkiste? Mal schauen. Das ist ein 4D-Auto. Jeden hat ein bisschen Angst, aber ich habe wieder schon versucht zu erklären. Hier erlebt man. Einen ganzen Block über die Autofahrt machen. Ist so, Alter. Ist so eine richtige Buggy-Tour. Zu lassen. Eben fast schon Crash gehabt, aber es ist hier völlig normal, Freunde. Alter, guckst du. Wir können echt ein Video über Autofahren machen. Selena. Jenny. And your name? My name is Selena. Serena? Nice to meet you. Serena wird uns schon gut nach Hause fahren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen richtig verstanden habe. Weil irgendwie klingt er wie mein Name, nur mit R. Deswegen hat er sich so gefreut, als du deinen Namen gesagt hast. Wir sind jetzt angekommen in unserer Area, in unserer Hood. Genau, in unserer Hood, schau mal. Near Bazaar, okay. Wir sind wieder am Bazaar. In der Nähe. Okay. Da steht zwar nur die Hälfte, aber ja. Ich traue mich gar nicht hier spazieren. Die Kuh! Die First Cow. Junge, du sollst den Kuharsch nicht sehen. Ja. Ich hab's beim Auto war der Arsch in deinem Gesicht. Oh, da war Charuka. Also, so ein Plakat. Das hätte ich schon gedacht. Ich dachte mir das schon. Na. Mit unseren Handtüchern. Ach Leute, wir haben schon Kino abgecheckt, wir kriegen gleich eine SIM-Karte für den ganzen Monat. Ach, ich lieb's. Das ist der Service, den ich brauche. First things first. Jetzt wird erstmal die SIM-Karte installiert für einen Monat, damit wir auch euch immer updaten können, wie es uns geht, ne? Genau, und das alles für nur 500 Rupien, das sind ungefähr 6 Euro. Genau. Lieben wir. Achso, und wir können sogar telefonieren. Stimmt. Zwar nicht international, aber national. Mhm. Okay, Freunde, also wir haben jetzt SIM-Karten für ungefähr 6 Euro für den ganzen Monat. Alles
easy. Jetzt wollen wir rausgehen und was essen, weil wir haben heute nur gefrühstückt. Und leider können wir euch jetzt noch nicht mal unseren Raum zeigen, weil unsere zwei Mitbewohner schon schlafen. Und wir haben es erst 20.41 Uhr. Excuse me? Wir als Nachteulen können das gar nicht nachvollziehen. Gerade weil, obwohl wir erst 2 Stunden geschlafen haben, sind wir immer noch hellwach. Deswegen, ja, kann man. You want to say hi? Hi! Is it live, no? No, it's not live. No live? Not live. It's for YouTube. Oh, YouTube? Yes. Oh. Your channel? Yeah. Your name, channel name? Travel Mäuse. Travel Mäuse. Yes. Ja, let's talk about it. Also, wir sind jetzt auf dem Weg zum Restaurant und werden tatsächlich hingebracht. Richtiger Service hier. Auf jeden Fall zeigen wir euch morgen unseren Raum, weil wir schlafen in einem Schlafsaal, in einem 4-Bettzimmer mit 2 weiteren Damen und die schlafen bereits. Ja, man mag es nicht glauben. Auf jeden Fall gehen wir jetzt was essen und dann chillen wir noch ein bisschen und machen dann den Plan für morgen. Germany. Oh, Germany, right? Yes. As my friend is also making my tattoo. Yeah. German person. Really? Yeah, as my body wears. Here in India? Yeah. Ah, nice. Yeah. Ja, hab ich gesehen. Komm. Komm. So Freunde, wir sind jetzt in unserem ersten indischen Restaurant und Jenin hat hier Butter Chicken. Ich habe Cut Thai, ne? Cut Thai Chicken. Das ist sehr scharf. Ja, ich habe gefragt, ob wir irgendwas Scharfes hier haben, weil ich hatte richtig Bock auf etwas Spicy Food. Und dazu haben wir eine Portion Reis und gleich kommt noch unser Garlic Naan Cheese Bread. Yes. Genau. Und das genießen wir beim Mega-Ventilator und dieser... Die Dekoration ist vom Dach. Wir haben alles gegeben. So, und das Brot ist jetzt auch am Start. Genau, das ist einmal Naanbrot, indisches Brot mit Cheese and Garlic, also Käse und Knoblauch. Und das wird jetzt mal probiert. Ich glaube, es ist geil. Mhm. Ja? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und das schmeckt auch geil, ne? Ist zwar ein bisschen spicy für Jenin, aber sie schafft das schon. Ja, einen Monat jetzt scharf essen. Wir haben alles aufgegessen. Es war so lecker. Meine Lippe brennt. Und hier werden die ganze Zeit Raketen gezündet. Es ist richtig laut. Es war direkt hinter dir, deswegen hat es so geknallt. Jenin hat sich des Todes erschrocken und gesagt, ja. Sie möchten nach Hause. Für sie ist das... Nee, das ist nichts für mich. Also es ist hier auch so eine Hippie-Bude. Hammer. Hippie-Landschaft. Na, jetzt wird natürlich nichts mehr gezündet. Guten Morgen, Freunde. Ein neuer Tag beginnt und ich dachte, ich nutze einmal die Gunst der Stunde und zeige euch unser Zimmer. Wir sind ja in einem 4-Bettzimmer mit 2 anderen Frauen. Und gestern waren die halt schon am Schlafen, deswegen dachte ich, mach mir das jetzt. Das ist einmal der Vorraum, sozusagen. Hier ist auch irgendwie so ein kleines Büro und hier kannst du chillen. Und hier geht es dann mit so einem Chip, Moment, in unser Zimmer. Guten Morgen. Guten Morgen.
So, hier rechts befindet sich gleich einmal die Toilette mit kleinem Waschbecken. Und daneben die Dusche. Dann kommst, hier ist ein Spiegel, es gibt nur einen Spiegel. Kommst du hier rein, hast du hier so viele Betten. Und einmal hat jeder so ein Schließfach. Und ja, ich schlafe da, Selena schläft da und da schlafen zwei andere Mäuse. Genau, und jetzt gehen wir frühstücken und dann geht's los in die City. Ach so, und wir haben gestern witzigerweise direkt zwei Jungs aus Kanada kennengelernt. Mit denen werden wir tatsächlich gleich dann Delhi erkunden nach dem Frühstück. So, Freunde, wir haben jetzt unser erstes Frühstück. Mangosaft, Reis irgendwie, Ketchup, Banane und irgendwie sieht das aus wie Pizza. Pizzatoast, okay. Ja, guten Appetit, ne? Okay, Freunde, unser Plan hat sich doch etwas geändert. Wir haben jetzt nämlich einen Fahrer gebucht für den ganzen Tag. Für 14 Euro pro Person und der fährt uns überall hier in Delhi rum. Er wartet die ganze Zeit, gar kein Problem. Wir können so lange uns aufhalten, irgendwo, wo wir, so lange wir wollen. Und deswegen, ich weiß nicht, ob wir dann die Kanadier irgendwo treffen, aber wir sind jetzt auf jeden Fall doch erstmal zu zweit unterwegs und gucken dann mal. Auf jeden Fall haben wir unseren privaten Chauffeur. Das ist schon krass. Wir leben im Luxus. Es hört nicht auf. Habibi, komm to India. But it's also not so expensive, so it's fine. Okay, Freunde, wir waren jetzt gerade im Lotus-Tempel. Leider durfte man da drin keine Videos oder Bilder machen. Das war so ein peaceful place. Also einfach da Platz nehmen und einfach mal ruhig sein. Einfach mal die Fresse halten. Nein, einfach mal den Moment genießen. Einen Wunsch wünschen, sich etwas wünschen. So, und jetzt sind wir hier noch so ein bisschen im Garten und dann gehen wir gleich zu unserem nächsten Stop. Hallo? Lajpat Nagar. Hello? 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 No, thank you. What? No, she says like pajama pants things. Wow. So, wie man gesehen hat, waren wir jetzt gerade als erstes beim Lotus-Tempel und jetzt waren wir noch auf dem Market und jetzt fahren wir wieder nach Alt-Delhi und fahren jetzt zum Red Fort. Das ist auch eine alte Festung in Alt-Delhi und die schauen wir uns jetzt mal an und dann nehmen wir euch dann wieder mit. Yes, und dann gehen wir noch essen, ne? Ja, weil es ist schon Mittagszeit. Nein, wir gucken mal, was wir so finden. Man muss ja mal ein bisschen hier drauf achten, wo man was isst. Aber wir kriegen das schon hin. Erstmal sind wir jetzt erstmal auf dem Weg hier. Schön durch den Traffic. India Traffic. So, Freunde, wir werden jetzt hier gefragt, ob wir Fotos mit denen machen können. Das ist ein bisschen sehr lustig. Hier sind wir die Stars. Endlich sind wir mal die Stars. Beziehungsweise, eigentlich wird nur Jeni gefragt, die deutsche Maus. Jeni, lächel mal richtig. Gib mal alles für dein Erd. You're welcome. Achso, endlich. Ich habe schon die ganze Zeit drauf gewartet. Ich finde das sehr lustig, muss ich sagen. Ich finde es voll cool. Wie süß sie gefragt haben. Ja. Können wir ein Foto mit euch machen? Ja. Mit dir, Entschuldigung, die wollten nur mit dir ein Aber, Bild. Aber du hättest auch drauf gekommen. Aber die wollten nur mit dir ein Bild. Weil ich vielleicht blond bin. Du deutsche Maus. Ich bin schon zu braun, weißt du? Du bist zu Ausländer. Ich bin indisch.
Also Leute, wir haben jetzt gerade eine kleine Fotosession mit uns. Sie haben eben alle mit uns ein Foto gemacht. Hier war schon ein ganzer Schwarm voller Menschen. Unsere Paparazzi. Ja, ja, die kommen jetzt alle auf uns zu. Jetzt geht's los. Okay. Amar Aya's sister. Amti to Amti se kuch Amti. Camera thi hai. Devi ye Amti ha. Yaar ye thodi gaye. Ramu thodi. Amar Aya's sister. Selfie. Okay. Khobar wala na thi. Aadi. Aasi to lana thodi gaye. Middle, middle. Can you film? Aye, aye. We're foreigners too. You want a selfie? Okay. Wait, are you guys a tourist attraction now? Yo, bro. Look at these guys. 5 rupees a picture. 5 rupees a picture. How about you? मरना यहाँ इन बाहों को इन राहों को छोड़िए छलिया जाए कहाँ माना दिल तो है अनाड़ी ये आवारा ही सही अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते हम है राही प्यार के Aslam chicken. Aslam chicken. Aslam chicken. 100 over here. 100? 100 rupees. Aslam chicken. Die verhandeln erstmal die Jungs. Ja, Aslam chicken. No pay stop. 100 rupees. Hey, no. All right. Okay, this one. What? You know Islam chicken, right? Ah. What? Mind your head, please, guys. So, jetzt geht's los. Unsere erste Rikscha-Fahrt, Leute. Oh Gott. Too fast. Mit dir erlebe ich hier schon was, Madame. Hier kann man was erleben. Wir sind ready. Wir sind ready für India. Woo! So this is the street we walked out, and we're like, there's no way Uber can get down here. You have to send us this video. Where? Okay, let's get out. Thank you. Okay. Yeah. समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये है ना? Yeah. Aslam butter chicken. We didn't know there was more than one. Okay. Tell us first. Oh yeah, this is the right one. Wir sind jetzt bei Al-Salam Chicken. Heißt es so Al-Salam Chicken? Salam Chicken, ja. Butter Chicken. Original Butter Chicken. The best Butter Chicken in the town. Oh yeah. Ja, also ich glaube, ja, es soll das beste Butter Chicken auf der Welt sein. Und wir werden es jetzt probieren. Ich hoffe, wir kriegen keinen Durchfall, wie immer. Ja. Guten Appetit. Guten Appetit. We're at Al-Salam Chicken. This is the best food I've ever had. Look at this.
this is butter chicken. It's the best. It's in butter. It's different. Yeah, it is very good. It's in. Yo, like, look at this. Look at this. Mom. Here. Like, look at butter. And it's so good. Leute, wir sind einfach so begeistert von diesem Essen. Es ist richtig süß. Bist du auch begeistert? Sehr lecker, ist ein bisschen scharf, aber es ist lecker. Ich überlebe das schon. Hallo. Hi. Wo gehen wir jetzt hin? Nach Chandni Chowk. Das ist praktisch Old Dubai, das arme Viertel, das wahre Indien. Old Delhi wahrscheinlich meinst du. Nicht Old Dubai. Habe ich Old Dubai gesagt? Old Delhi. Wir sind da im Chandni Chowk. Put this around your wrist. Leute, es ist einfach so crazy hier. Es ist eine richtig krasse Experience. Ja. Krasse Erfahrung, ja. Hier wird so Essen gemacht. So, dann gibt es hier irgendwie Werkstatt. Dann sind hier tausende von Menschen. Dann gibt es da irgendwie Küchenzubehör. Also hier oben die ganzen Kabel und alles. Sehr sicher, aber so ist es nun mal hier, ne? Ja, und wir werden auf jeden Fall. Anders. Ja. Wir werden auf jeden Fall angeguckt, als wären wir die Aliens. Ja, ja. Ah, ja. Ja, Freunde, noch ein paar Worte zum gestrigen Tage, zum ersten Tag hier in Delhi. Es war crazy. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es waren krasse Eindrücke. Jetzt sind wir auch schon wieder auf dem Weg, haben schon gefrühstückt und müssen jetzt erstmal zum Geldautomaten, ein bisschen Geld abheben. Und dann haben wir noch drei Sehenswürdigkeiten auf unserer Liste, unter anderem eine Moschee, ein Tempel und ein Triumphbogen. Und die schauen wir uns heute einmal an. Und dann gucken wir, was noch ansteht. Auf jeden Fall geht es ja morgen schon wieder weiter. Hey Freunde, wir waren gerade im Aksharam-Tempel. Das ist ja auch in New Delhi und das Problem ist, leider durften wir unsere ganze Tasche nicht mitnehmen. Also man darf halt total vieles nicht mit reinnehmen, weshalb wir die ganze Tasche hier lassen mussten. Und ja, auf jeden Fall schade, dass wir es nicht fotografieren konnten, weil ich glaube, das war jetzt das krasseste Gebäude, was wir jetzt in den 9 Wochen, seitdem wir reisen, gesehen haben. Ja. Dieser Tempel war unfassbar schön, richtig krasse Struktur einfach. Der Garten richtig schön, also wow, toll. Ja, wirklich unglaublich, also nur zu empfehlen. Ja. Und das Beste ist, dass der Eintritt auch kostenlos ist. Ja, also man kann hier, also es ist eine krasse Kontrolle hinter uns, so. Man muss durch sehr viel hier durchlaufen, sehr viele Security-Checks, aber nachdem man die Tasche abgegeben hat, kommt man halt schon in den Garten und dann kann man da halt mega viel, wie in so einem Museum, halt viele Informationen lesen und dann ist man halt irgendwann in dem Tempel drin und es ist wow, so viel Gold, so viele Statuen, also die Götter sind da halt, es ist richtig, richtig schön, also auf jeden Fall Empfehlung, Aksharam-Tempel. Kurzer Side-Fact am Rande, Leute. Wir sind ja jetzt heute mal mit der Metro unterwegs. Die sind übrigens sehr sauber im Vergleich zur Stadt. Und eigentlich ist das System leicht. Man muss sich nur einmal ein bisschen schlau machen. Kriegt dann hier so eine Tickets am Schalter. Und wir haben jetzt 60 Rupien gezahlt. Das sind umgerechnet 68 Cent für 2 Personen. Also easy. Kann man halt gut machen, um von A nach B zu kommen. Und wirkt alles sehr safe.
etwas länger und hat ein Fragezeichen im Gesicht. Und schon wird man gefragt, ob man Hilfe braucht und bekommt die so ausführlich, dass sie sogar auf unsere Karte mit einem Kugelschreiber schreiben, wo wir genau aussteigen müssen, wie viel dann eine Rikscha von dort aus zu dem und dem kosten würden. Also es ist so krass, weil die sind hier so übelst hilfsbereit. Toll, lieben wir. So, fertig mit Sightseeing. Jetzt ist es auf jeden Fall Zeit dafür, was zu essen. Wir sitzen jetzt hier an unserem richtig coolen Tisch und haben jetzt was bestellt. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir erwarten viel hier in diesem Restaurant. Ist hier kalt? Ja. Niemand nagelt die Finale. Diese Frau übertreibt. Wir gehen jetzt ins Kino und gucken den neuen Film von Shah Rukh Khan. Let's go! So Freunde, wir warten jetzt hier noch in dem Café hier in der Mall, weil der Film ja erst in einer Stunde beginnt und wir überbrücken jetzt hier ein bisschen die Zeit mit einem Eislatte und hoffen natürlich, dass wir keinen Durchfall bekommen, weil hier sind natürlich Eiswürfel. Oh shit! Ich dachte an die Milch die ganze Zeit. Ach so. Oh Gott, wir sind lebensmüde. Milch und Eiswürfel. Schwierig. So Leute, wir sind jetzt schon im Kino. Und das Lied vom Film läuft schon im Hintergrund. Oh mein Gott, wir sind so excited. Es geht los. Wir holen jetzt noch was zu trinken und ein paar Snacks. Und dann geht's ins Kinosaal. In den Kinosaal. Sorry. Ich kann wirklich nicht mehr reden. Bist du bereit? Ja. Jetzt wird's ernst, Leute. Also wir gucken nicht Paw Patrol oder das, sondern ja, ich habe eigentlich darauf gewartet, dass hier ein Aussteller von Shah Rukh Khan ist, Freunde. Wo ist er denn? Wo ist er denn, der Abi? Los. Weißt du, welche Plätze wir haben? Okay. Toll. Chillig. Enjoy. Enjoy my life.
Wir sind jetzt aus dem Film raus und ja, erzähl mal, wie fandest du den Film? 100%ige Filmempfehlung, Leute. Und das sage ich nicht, weil ich ein Fan von Bollywood-Filmen bin, weil letztendlich war das gar kein klassischer Bollywood-Film, es war ein Actionfilm mit Shah Rukh Khan als Hauptrolle und er hatte halt die Rolle wie Robin Hood. Er hat den Armen geholfen und die Reichen erpresst und der Film spielt halt in Indien und das ist halt krass, weil gerade weil wir jetzt in Indien sind und wir das so ein bisschen besser verstehen und mehr fühlen, weil dieses Land ist halt arm und das war halt so krass, weil die Verdeutlichung war halt so, boah, es war einfach richtig gut dargestellt und ja, einfach krass der Film. Ihr solltet diesen Film auch unbedingt sehen und es hat wirklich nicht viel mit Bollywood zu tun, aber trotzdem sind geile Songs dabei und Tänze und alles, ja. Es war einfach ein geiles Feeling hier in Delhi, den Film mit Indern zu schauen. Es war einfach, ja, krass, eine gute Experience. Würde ich immer wieder so machen. Gut.